Ein chaotisches Ahoi und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Chaoten-News. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt diese Woche für die Chaoten-News. Und ich hab's Ding schon am Anfang gesehen. Der Splatter spielt mit. Und ja, ist auf jeden Fall cool, dass er mitspielt. Finde ich. Ja, wir fangen direkt an, was so letzte Woche passiert ist. Letzte Woche ist Super Smash Bros. Ultimate endlich zu Ende gegangen. Da bin ich auch sehr, sehr froh darüber, dass das Projekt endlich zu Ende gegangen ist. Da ich schon am Ende schon die Lust verloren habe, es irgendwie zu spielen. Aber jetzt nicht so komplett die Lust verloren habe. Sondern halt so ein bisschen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Let's Play geworden. Und am Ende bin ich auch sehr, sehr gut und zufrieden, dass es auch beendet ist. Und ja, es ging auch noch Luigi's Mansion weiter, ist klar. Und letzte Woche kam auch keine Chaoten-News, das tut mir wieder sehr leid. Aber die Chaoten-News kommen ja nicht immer. Also, wenn ich halt nichts zu bereden habe, dann kommen die auch nicht. Also, ja. Tut mir da leid. Dafür. So, Luigi's Mansion haben wir auch noch weitergemacht. Und es lief eigentlich recht gut, fand ich. Wir sind schon bei dem fünften Stockwerk. Ich will jetzt nicht alles detailliert sagen, wo wir sind. Da es auch Leute gibt, die das Spiel spielen, die noch nicht so weit sind. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, da ich eigentlich der langsamste von allen bin. Aber ich werde trotzdem keine genauen Angaben sagen. Wenn die Leute das gleich spielen, dann können die auch meine Chaoten-News gucken. Und ja, genau. Jetzt wird es natürlich jetzt neu. Denn was wird jetzt geschehen? Denn Super Smash Bros. Ist jetzt zu Ende gegangen letzte Woche. Vorletzte Woche. Obwohl, ja, vorletzte Woche ist auch Super Mario Maker 2 zu Ende gegangen. Da hat ja auch einen neuen Upload-Plan gehabt. Und jetzt werde ich noch einen neuen Upload-Plan machen. Aber ja. Wo ist jetzt, wo war man jetzt mit dem Stern, WTF? Und jetzt rede ich auch darüber, wie es weitergehen wird. Also, das werde ich in der nächsten Runde besprechen. Also, wir werden dann in der nächsten Runde sehen, wie es damit weitergeht. Blätter ist 9. Super gemacht, Blätter. Ich bin stolz auf dich. Also, wie wird es weitergehen? Mit meinem Upload-Plan. Ich werde es so machen. Einige Leute haben sich das auch schon gewünscht. Und ich eigentlich auch. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jeden Tag Luigi's Mansion 3 zu bringen. Freut euch was? Jeden Tag Luigi's Mansion 3, das gebe ich mir noch nicht. Dann deabonniere meinen Kanal. Also ganz ehrlich, also wer jetzt den Content hier nicht sehen möchte, der kann gerne eine vorübergehende Zeit meinen Kanal deabonnieren und wenn ich dann ein neues Projekt bringe, dann kann er den wieder abonnieren, wenn er Bock hat. Mir ist es egal, ob ihr den Kanal deabonniert. Aber ich wünsche mir natürlich, dass ihr es nicht macht. ja, ich werde jeden Tag Luigi's Mansion 3 bringen. Das hat den Grund, da ich nicht will, dass ein neues Projekt oder die alten Projekte weitergehen. Und auch zum Beispiel der Gabriel sich das auch gewünscht hat, dass Luigi's Mansion 3 jeden Tag gebracht wird. Und das wird doch jetzt endlich passieren. Und Alter, wie weit ist dieser Waluigi bitte? Bruder. Der geht ja komplett ab. Also, was ist bei dem los? Also, ich werde jeden Tag Luigi's Mansion 3 bringen. Bin getroffen? Ich habe das Letter getroffen. Beste Leben. Und ich hoffe, ihr seid auch zufrieden wie ich. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit, dass dann jeden Tag Luigi's Mansion 3 kommt. Und das Geile ist, Letter und ich haben dann einfach die gleichen Runden. Also, da könnt ihr auch seine Perspektive von seinem Match, von seiner Runde sehen, so gesehen. Ziemlich lustig, denke ich mal, weil der am meisten fällt hier. Und, ja, also, jo, krass, ey. Also, ja, ich hoffe, ihr seid nicht so traurig. Und jetzt kommen wir auch in der letzten Runde, oder auch in der vorletzten Runde, zum zukünftigen Rückblick oder halt zu der Woche, halt zur nächsten Woche. Okay, ihr habt, denke ich mal, schon gesehen
unten rechts, dass da einer mitfährt, der nicht mal einen Namen hat, aber ein Mii ist, also es ist ein menschlicher Spieler. Jetzt auch nicht warum. Aber naja, es ist halt so. So, der Waluigi hat genau das gleiche Kart wie ich und ist trotzdem viel schneller als ich. Warum? Macht doch keinen Sinn. So, Zukunft der Woche. Luigi's Mansion 3 wird natürlich jeden Tag gebracht. Und am Sonntag. Und ich werde übrigens auch ab und zu mal, jetzt endlich, weil das haben sich auch die meisten gewünscht von der Smash-Reihe her. Super Smash und Ultimate Stern, dann ist der vorbei. Also der Story-Mode. Und deswegen wird jetzt der Online-Mode gebracht. Jetzt aber nicht der richtige Online-Mode, sondern der Freundes-Online-Mode. Also haben sich auch ein paar Leute dafür gewünscht, dass das kommt. Und ja, es wird auch kommen. Alter. Alter! Alter, Blätter und ich fucken uns beide selber ab. Und ja, deswegen wird es auch kommen. So gesehen auch. Und ich bin ziemlich... Also wenn, also bei mir ist es halt so, wenn es keine Chaoten-News gibt, dann wird Super Smash Bros. Ultimate der Freundes-Online-Mode gebracht. Und ja, wenn das auch niemand online ist, dann wird ein Luigi's Mansion-Part rauskommen. Ja. So ist der Plan. So ist der Plan. Und so wird auch mein zukünftiger Upload-Plan sein. Also ich hoffe, ihr freut euch auf Luigi's Mansion 3 jeden Tag. Und jetzt beenden wir nochmal die Runde. Privat ging bei mir übrigens nicht so viel ab. Oh, fast hätte ich ihn noch bekommen. Scheiße. Also privat ging bei mir wirklich nicht so viel ab. Ich habe vorletzte Woche, denke ich mal, ja. Vorletzte Woche oder letzte Woche, ich denke es war sogar letzte Woche. Montag, denke ich mal, war das sogar. Einen Chemietest geschrieben. Und ich krieg den halt erst heute eigentlich schon. Ja, heute habe ich ihn eigentlich dann zurückbekommen. Aber ich vorproduziere das Ganze natürlich. Und deswegen... Warum habe ich jetzt zwei Red Shells durch TF? Alter, was ist das für ein Betrug? Okay, so einen Betrug hatte ich noch nie, ey. Alter. Okay, hatte ich schon. Oh, no. Ich war doch vor dem. Hä, warum sind jetzt angehalten mit TF? Alles klar, okay, das war komisch. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, das war's mit der heutigen Chaoten News. Die heutige Ausgabe der Chaoten News diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten. Ich hoffe, ihr konntet auch viele Informationen von mir mitnehmen wieder für diese Woche. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Chaoten News wieder. Bis dann und ciao.